Im Grunde hat FED-Chef Jerome Powell gestern signalisiert, dass die FED im Juni die Zinsen senken will oder er die Zinsen senken will und hat deshalb versucht, die Inflationsentwicklung so ein bisschen klein zu reden. Jedenfalls die Märkte natürlich erstmal euphorisiert, die Aktienmärkte euphorisiert, aber auch Gold nach oben, Bitcoin nach oben, der Dollar nach unten, die Anleiherenditen auch ein bisschen nach unten, aber nicht so wirklich. Aber heute sehen wir, dass Gold wieder deutlich von seinen Höchstständen zurückkommt und dass vor allem der Dollar stark zulegen kann. Also der Greenback ist back. Warum ist das so, wenn die Fed jetzt eigentlich im Juni die Zinsen senken will und mal 5 Grad sein lässt bei der Inflation? Da hätte ich mal eine Frage an die Märkte. Wir schauen uns mal das Geschehen an. Da gibt es interessante Dinge zu beobachten und wir starten mit dem neuen Bestseller, den wahrscheinlich Jerome Powell bald bringen wird. Fred Hickey nämlich sagt, das wird ein Buch, wie er die Inflation bekämpft hat, indem er die Zinsen senkt in eine Blase der Aktienmärkte mit wilder Spekulation, wie zum Beispiel bei Kryptos, Nvidia, SMCI, mit Hauspreisen, die weiter nach oben schießen auf neue Rekordniveaus, bei steigenden Ölpreisen, steigenden Benzinpreisen und steigenden Rohstoffpreisen. Das wird bestimmt ein Bestseller. Es muss ein Magier sein, der das wirklich schafft. Und die Märkte sagen sich, ja, das ist doch der Greenspan 2, das ist Greenspan 2.0. Und man ist gierig. Wir sind jetzt endlich wieder im Extreme Greed-Bereich, also in extremer Gier. Kann ja nichts mehr schief gehen und man sagte, wie zum Beispiel hier Andrew Hollenhorst von Citigroup, dass die Zinssenkungen kommen, auch wenn die Inflation so ein bisschen stärker ist als erwartet. Und daher haben jetzt die Märkte, die Fed Fund Futures, ihre Zinserwartungen wirklich auf den Juni geschoben mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit. Es gibt nur ein einziges Analysehaus noch, das praktisch das gallische Dorf ist, das Widerstand leistet. Das ist Vanguard. Die sagen, die Fed wird die Zinsen in diesem Jahr gar nicht senken. Und die haben, glaube ich, hier gar nicht so schlechte Gründe, weil möglicherweise die Inflation dem guten Jerome und der Fed einen Strich durch die Rechnung macht. Da kommt jetzt ins Spiel Mohamed El-Erian, vorher ein Kritiker der FED, der gesagt hat, ihr habt viel zu spät die Zinsen angehoben, jetzt fordert auch er die Zinssenkungen und drückt sich ein bisschen nebulös aus. Er sagt, die Zentralbanken haben sich jetzt ein bisschen abgekehrt von der Bekämpfung der Inflation und haben realisiert, dass wir in einer Welt leben, where the supply side is the problem, wo also die Angebotsseite ein Problem ist. Damit meint er vielleicht auch Demografie oder Arbeitskräftemangel. So genau weiß ich es nicht, denn eigentlich haben wir ja diese Angebotsengpässe seit Corona ziemlich komplett überwunden. Was will er damit sagen? Er will damit sagen, dass die Fed wahrscheinlich jetzt versucht, eine Rezession zu vermeiden, um mal nicht und dadurch oder das zu erreichen versucht, indem man einfach mal die Zinsen senkt und hier nichts anbrennen lässt, zumal in einem Wahljahr und bei der extremen Verschuldung der USA. Aber so ein bisschen kryptisch. Er guckt auch so ein bisschen so treu wie so ein Bernardiner. So ganz nachvollziehbar ist das nicht, ist auch die Wandlung von Mohamed El-Erian nicht, aber auch erstaunlich eben, Euro-Dollar gestern nach oben geschossen, klar, Paul sagt, ach was, die Inflation war doch nicht so schlimm, wir werden die Zinsen senken, Euro-Dollar nach oben, heute wieder deutlich nach unten, wir sehen den Dollar-Index jetzt mit so einer Bullish-Engulfing-Kerze, und was ist da los, Dollar-Yen nach oben, Pfund-Dollar nach unten, alles, was praktisch Rang und Namen hat neben dem Dollar, das geht heute schwächer. Und wir sehen, dieser Dollar-Index, der ist aus so einer bullischen Wedge nach oben ausgebrochen, ist dann mit den Aussagen von Paul wieder auf das Ausbruchsniveau zurückgekommen, um dann wieder nach oben zu gehen. Das ist normalerweise jetzt nicht so super positiv für den S&P 500, aber was soll die Rallye schon stören, meine Damen und Herren, wir sehen auch die Renditen
4,82%. Die 10-Jährige, also da hat sich auch nicht viel getan. Die Renditen gehen jetzt nicht nachhaltig nach unten. Auch Gold sehen wir hier. Ist denn doch einige Dollars zurückgekommen, obwohl eben ja jetzt kein FED-Mitglied das bestätigt hätte oder widersprochen hätte, was Herr Paul gestern gesagt hat. Aber eine interessante Entwicklung zeichnet sich ab, wenn Sie unten mal hier gucken, die sogenannten 5-Year-Break-Evens, das sind die Inflationserwartungen und die schießen nach oben und dürften wohl bald nach oben ausbrechen, weil man sich sagt, naja, wir haben ja nach wie vor ziemlich viel Inflation im System und jetzt haben wir eine FED, die nicht wirklich ernsthaft die Inflation bekämpft. Also steigen die Inflationserwartungen. Das wiederum könnte bedeuten, dass die Renditen steigen, also die Investoren in Staatsanleihen höhere Prämien verlangen für den Kauf von US-Schulden und das wiederum könnte Gold belasten, wenn man so ein bisschen um die Ecke denkt. Wir haben ja, ich hatte das schon zweimal gezeigt, jetzt Benzinpreise in den USA, die deutlich gestiegen sind, höchster Stand seit Oktober und das ist der Mechanismus, wenn sich die Finanzkonditionen lockern, steigen eben die Inflationserwartungen, weil mit den sich lockernden Finanzkonditionen wieder Nachfrage entsteht, praktisch den Firmen die Möglichkeit gibt, die Preise wieder zu erhöhen und siehe da, das passiert. Wir haben heute den Einkaufsmanager-Index aus den USA im März bekommen und wir sehen, die Preise gehen nach oben. Das sieht jetzt hier erstmal unspektakulär aus, aber wenn wir uns den Text von S&P Global anschauen, die Daten erhoben haben, dann heißt es hier, der Inflationsdruck ist gestiegen im März. Die Inputkostinflation hat sich auf ein 6-Monats-Hoch beschleunigt. Und vor allem im Dienstleistungssektor machen sich höhere Löhne, der Ölpreis, der gestiegene Ölpreis, gestiegene Gasolinkosten bemerkbar. Und dementsprechend haben die US-Firmen their own selling prices at a faster pace erhöht. Also sie haben ihre Verkaufspreise deutlich schneller angehoben. The rate of inflation was the sharpest in just under a year. Also die schnellste Preiskomponentenentwicklung seit knapp einem Jahr. Und das, wo der Jeromy gestern versucht hat, uns die Inflation schön klein zu reden, das passt nicht zusammen. Und genau das ist das, was nicht wirklich passt, auch in den Aussagen von Jerome Powell, der offenkundig politisch motiviert ist, durch Janet Yellen, die sagt, Mensch, wir brauchen niedrigere Renditen. Wir wollen, dass der gute Joe Biden die Wahl gewinnt. Und diese Lockerung der Finanzkonditionen, die sehen wir jetzt auch wieder im Immobilienmarkt. Heute die Existing Home Sales, also die Verkäufe bestehender Häuser, 70-80% des gesamten Immobilienmarkts. Und wir sehen, die Preise sind 5,7% gestiegen zum Vorjahresmonat. Und das ist die größte Februarbeschleunigung der letzten Jahrzehnte. Normalerweise sind im Februar die Preise jetzt nicht so super bullisch, weil es einfach jetzt nicht die Jahreszeit ist, wo die Nachfrage nach Häusern groß ist. Bank of America zweifelt eh an. Und das, was Paul gesagt hätte, dass die Finanzkonditionen restriktiv sind. Und wie restriktiv sehen wir hier beim S&P 500 auf wöchentlicher Basis einen RSI nahe 80, höchster Stand seit kurz vor dem Corona-Crash. Und jetzt also in dieser Situation hat Paul entschieden, bei wieder offenkundig steigenden Inflationsdynamiken die Zinswende hier in Aussicht zu stellen. Das wird natürlich super gut gehen, meine Damen und Herren, ganz sicher, nachdem der S&P 500 seit dem Oktober 10 Billionen an Marktkapitalisierung gewonnen hat. 10 Billionen, das ist doch deutlich mehr als das deutsche BIP, mehr als das Doppelte des deutschen BIPs innerhalb von ein paar Monaten. Why not? Kann man ja mal machen. Da brauchst du unbedingt und schnell eine Zinswende, sonst hast du ein Problem. Hier der S&P 500, der jetzt deutlich über seinem Bollinger Band handelt. Das ist schon ein ziemlich ungewöhnliches Phänomen, was wir hier sehen. Aber wer braucht schon Bollinger Bänder, meine Damen und Herren, wenn Kurse doch eh nur steigen, oder? Aber da gibt es einen Belastungsfaktor an der Wall Street, der nennt sich Apfel. Das ist die Apple und die wird jetzt angeklagt vom US-Justizministerium wegen Kartellvergehen. Man wirft hier vor, dass man seine Stellung im iPhone-Bereich ausnutzt mit all den Dingen, die damit zusammenhängt. Mit den Apps von Apple etc. etc. Aber auch andere
große Firmen in den USA geraten ins Visier, Meta zum Beispiel, Google auch. Und das Ganze offenkundig durch eine Gesetzgebung, die aus der EU kommt, an der sich die Amerikaner jetzt ein Vorbild nehmen, interessanterweise. Apple jetzt mit dem, oder heute mit dem größten Abverkauf seit August 2023. Und hier sehen wir das nochmal, Apple rot, Tesla rot. Ansonsten ist alles weitgehend grün, Google auch leichte rot. Nvidia natürlich wieder gestiegen, ansonsten alles, wie gesagt, super bullish. Tesla vielleicht unter Druck, weil Elizabeth Warren, die Demokratin, die SEC wieder auf den guten Elöhne hetzt, wegen Interessenskonflikten verschiedener Firmen. Hier sehen wir mal den S&P 500, obere Trendkanalbegrenzung erreicht, überkauft bis fast zum Get-No. Na, geht schon nur ein bisschen mehr, meine Damen und Herren, zumal die Euphorie deutlich abgesackt ist. Wir sehen jetzt schon wieder 27% Bären bei den US-Privatinvestoren. Das ist, glaube ich, die höchste Quote seit dem November. Ein Durchschnitt ist, glaube ich, so 35, 36, also da ist was passiert, und auch die Vermögensverwalter, die sind geradezu panisch. Die Investitionsquote ist von 104% auf nur noch 93% gesunken, also da ist eine bärische Stimmung, die hat sich gewaschen, meine Damen und Herren. Und die Schweiz hat heute überraschenderweise die Zinsen gesenkt, und viele sagen jetzt, wow, das ist der Auftakt jetzt zur Runde der Zinssenkungen. Okay, wir werden sehen, ob das passiert, aber in Europa hat man eben auch deutlich mehr Gründe, die Zinsen zu senken, zumal die deutsche Wirtschaft weiter sehr, sehr schwach ist. Wir haben hier heute ja den Einkaufsmanager-Index auch aus Deutschland gesehen. Deutsche Industrie wieder wirklich abgestürzt, 41,6, damit deutlich schrumpfend, alles unter 50 schrumpfend. Die Dienstleister halten sich besser, die sind nur ganz minimal geschrumpft. Aber auch in Frankreich sehen wir Manufacturing 45,8, deutlich schlechter als erwartet, auch Services schlechter als erwartet, auch die Franzosen schrumpfen, die beiden wichtigsten Volkswirtschaften der Eurozone schrumpfen also, und der Bundesbankchef Nagel hat deswegen gesagt, nicht nur Deutschland ist der kranke Mann, obwohl wir mittels einer genialischen Energiepolitik natürlich ein bisschen kränker sind als die anderen vielleicht, ne? Noch kränker, aber die anderen sind auch nicht gesund, ne? Hat der Nagel gesagt, das ist eine Retourkutsche an die Franzosen. Ne, der Philippe Roy hat sich auch geäußert, der französische Notenbankchef, und gesagt, ja, ne, also wir müssen vielleicht auch einmal dann die Zinsen senken. Und in Deutschland, so die Bundesbank heute, dürfte auch das erste Quartal negativ sein. Ja, na gut, das ist halt, sagen wir mal so, die Anlaufschwierigkeit des grünen Wirtschaftswunders. Ne? Braucht der Zeit, bis sich das so rausdreht, das Wunder. Na, Wunder brauchen einmal auch eine Zeit, meine Damen und Herren, Sie wissen das. Und Marktwunder geschehen täglich. Und die sehen wir hier, Federal Reserve mit Goldilocks-Signal für die Märkte. Warum es jetzt unbedingt nur noch nach oben gehen kann für die Märkte, es gibt gar keinen anderen Weg mehr. Lesen Sie hier in diesem Artikel. Und die zweite Empfehlung, wenn Sie nochmal wissen wollen, was da mit Apple der Fall ist, denn das ist schon ein Schwergewicht, das auf den Index drückt, wenn es hier weiter nach unten gehen sollte. Also diese beiden Empfehlungen. Ich empfehle mich jetzt und wünsche einen schönen Abend. Servus, ciao.